Einer Runde Battlefield. Wow. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich bin Sunny. Warum halte ich einen Sunny? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht zielen mit dem Ding, das ist zum Kotzen. Unsere Seite liegt in Führung. Au. Oh, das ist ja. Die Cam ist ein bisschen blöd, so. Aber das war so. Gut. I'm ready. No, I'm not ready not. Ich will da rein. Und wieder runter. Naja, dafür kann ich nichts. Wollt ihr mich verarschen? Ich stehe direkt neben denen und die. Oh. What? Ein Scharfschütze. Juhu. Komm, vor mir ist ein Midi. Komm, komm. Der am weitesten entfernt ist, der kommt mich natürlich holen. Nicht weg. So. Autsch, autsch, autsch. Da, Kacke. Schafft das? Da ist ein Midi direkt vor mir. Hallo, Midi. Ah, okay, gegenüber sind auch welche. Rettet er mich? Übrigens nochmal willkommen, falls es vorhin nicht funktioniert hatte. Zu Battlefield 1 Stream. Ah, okay, der kommt nicht dazu. Mach ich mal so gerade. Ein kleiner Moment, ein kleiner Moment. Ich muss bei mir nur kurz. Nein, ich kann etwas machen. Stream läuft da weiter, hoffentlich. Ich habe jetzt keinen Chat offen, gerade. Ne, kein Chat. Hoppla. So, ich muss bei mir nur den Taskmanager gerade machen. Ich muss ihn ein bisschen im Auge behalten. So. Wir hätten ja einen fahren lassen, Alter. Geht gar nicht. So. Ich kenne die Map noch gar nicht, deswegen habe ich keine Ahnung, wie es hier geht. Ich habe noch gesehen hinten. Ah, fuck. So klapp. Haben wir noch Midi in der Gruppe? Noch zwei Stück. Okay. Killhilfe. Hey, ich krieg wenigstens Punkte. Ja, die Kamera ist gerade ein bisschen doof. So. So ist es besser. So. Okay, ich muss leider respawnen. Das ist natürlich relativ scheiße. Egal. Ich würde gerne darüber. Gut, dann gehe ich darüber. Ist mir auch Latte. Granata. Ich habe wenigstens einen noch gerettet. Na komm, komm. Keiner, der mich retten will. Mich rettet irgendwie keine Sau gerade. Bis auf einen einzigen. Gut, ich stelle mich auch jetzt gerade echt doof an. Ich habe einen Kill und bin dreimal gestorben. Das ist natürlich keine gute Bilanz. Spotten ist sehr wichtig. Hinlegen ist noch wichtiger gerade. Von unten Sniper. Hey, ich bin wenigstens. Ich stelle mich wenigstens nicht ganz so doof an. Ich komme. Verdammt. Ich panisch drücke ich jeden Knopf, den ich auf der Tastatur kenne. Ich werde in solchen Situationen immer voll panisch. Da wünsche ich mir, das wäre Call of Duty. Da kann ich ganz gechillt jetzt mit dir. Haha, wenigstens einen mitgenommen. Hehehe. Ja, ich bin. Ich hab's ausgeglichen, ja, ist wenigstens schon mal viel wert.
So, dann kann ich kurz die Maus hier. Okay. So, ich aktiviere mal ganz kurz eben neben den Chat. Ich weiß nicht, wie lange ich streame. Das ist jetzt einfach komplett spontan gewesen. Ich habe so zwei Runden gespielt, so. Deswegen, ne? Ja, CPU. Das ist einfach komplett spontan gewesen. Ich hab so gut, ich muss jetzt gerade erstmal Chat irgendwie. Pop out. So, schließen. Zack und weiter geht's, würde ich sagen. CPU ein bisschen im Auge behalten. Komplett spontaner Stream. Normalerweise spiele ich das Spiel nicht alleine. Aber ich habe jetzt gerade einfach Bock. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Wo ist ein Toter? Ich will gerade immer auf dem Dach rum. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ich kann echt nicht zielen. Was ich aber kann, ist mich hinlegen und heilen. Ich habe jetzt die Orientierung verloren. Ich treffe nicht ein einziges Mal. Ich kann nicht schießen, ich kann auf Computer echt keine Shooter spielen. Hä? Weniger rumalbern, mehr rumballern. Ja. Das sind übrigens die Russen. Mein Problem ist immer, erst zielen und dann schießen. Alter, hier ist ein Medi. Damals, erst. Ich ziele erst. Ich muss mehr Hüftfeuer drauf geben. Ich brauche mehr. Ich muss mehr aus der Hüfte schießen. Ich bin auch echt noch ein bisschen überfordert. Ich spiele das Spiel erst seit noch nicht mal einer Woche oder so. Deswegen bin ich dann ein kleines bisschen überfordert. Wird? Fucking unbelievable. Dankeschön. Und hier runter. Ich muss mir die Tasten neu richtig hinsetzen, anders hinsetzen. Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade hinwerfe. Jetzt habe ich meine Gasmaske. Die brauche ich natürlich jetzt gerade gar nicht. Herzinfarkt! Sieg! Yeah! Ja, geht gerade die Musik aus, wenn ich auf den zweiten Monitor gehe gerade. Ich muss das X-Split nur gerade ein bisschen anders hinsetzen, so. Den Chat dahin, so. So. Autsch. Entschuldigung. Tut mir leid. Also, ne, ist vollkommener spontaner Stream. Nichts geplant, nichts. Ui! Da stehe ich! Da bin ich! Oh. Warum stehe ich da? Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich gerade, wie so ein kleines Kind, das gerade seinen ersten Lolli gekriegt hat. Wahrscheinlich, weil ich so eins aufs Maul gekriegt habe. Ach ja. Entschuldigt übrigens wegen dem Mikro. Das fette Mikro ist bei so einem Spiel, ehrlich gesagt, etwas ungünstig. Sag ich mal. Entschuldigung. Sag ich mal. Das ist die dritte Runde gewesen. Zwei davon habe ich gewonnen. Oder haben wir gewonnen. So, alle guten Dinge sind drei. So, jetzt nochmal eine holen. Natürlich, ich habe doch Battlefield angeklickt. Oh, jetzt, okay. So, das CPU sieht ganz okay aus. Ist übrigens mein allererstes Battlefield-Streaming. Ich habe vorher Battlefield 4 schon gespielt. Allerdings nicht sonderlich gut. So, Sunny. Ich mag den Sunny irgendwie. Wobei ich eine andere, bessere Waffen bräuchte. Hellfighter. Matches sind eigentlich besser. Die Hellfighter.
die nehmen sich gar nichts, die beiden. Okay, dann belasse ich das mal so. Warte mal, kann ich direkt mal kurz noch gucken. Ich würde sagen, ich nehme... Warte mal, kann ich hier... Hier die Spritze und hier so. Was? Wieso kann ich hier diese... So an die Kissen nicht? Ach, da die Bandage, okay. Gut. Die 3 und die 4 ist dann etwas besser, weil ich ja mehr heilen will. Ich gehe nach Hause. Ich hasse diese Map. Boah, ist meine Waffe laut. Ach, die Artillerie. Unsere Seite hat zuerst zugeschlagen. Ja, wir sind die Deutschen, wir schlagen immer zuerst zu. Erst zuschlagen und dann fragen. Hey, eigener Rassismus, das gilt. Ich fühle mich manchmal echt verarscht. Oh, hallo? Entschuldigung. Ja. Na. Ja, ich sollte vielleicht die Tasten nicht ändern, wenn ich noch nicht mal die eigentlichen Tasten hinkriege. Ja, ja, der Feind ist in Führung. Kommt ein Sunny gerade zu mir? Nein, nein, wahrscheinlich, weil ich gerade Tipps... Ja, es sind zwei Gegner bei mir in der Nähe, da wird kein Sunny kommen. Kann ich zu denen da oben spawnen? Nein, okay, spawn ich einfach irgendwo hin. Die spawnen zu dem. Yeah. Einmal nur getroffen. Hier! Ich glaube, ich muss erstmal vom... Oh, vom Sniper retten. Von wo war das denn jetzt? Ach, da oben. Pisser! Scheiße. Was? Ich hab nicht einen einzigen gekillt. Naja, drauf geschissen. Ist ja egal. Ich spawne eh mal irgendwo. Maschinengewehr, Einsatz ist feindlich! Wo ist denn der gelandet? Okay. Schnell wieder zurück. Das ist einer ihrer Speer! Ah. Ich kann nicht laufen! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Na gut. Egal. Boah, das war das schwer, voll schwer, das Spiel, ey. Kaum einer spielt Sunny, das ist ein bisschen doof. Ich kann nicht alle retten, ich bin nicht Superman. Warte, Superman kann auch nicht alle retten. Wo kommt der denn jetzt her? Das ist keine gute Runde. Wir müssen mehr konzentrieren jetzt.
kann aus dem Hüftfeuer nicht schießen. In der scheiß verfickten Pistole immer. Immer diese Pistolenwichser hier, ey. Ich darf fluchen, das Spiel ist aber 18, ja, also. Kein Gemecker jetzt hier. Und ich flame nicht oder so, ich reg mich nur auf. Weil ich zu doof zum... zum Scheißen bin. Ich bin Truppenanführer. Arschlecken. Ich werde einen Scheiß tun. Ich bin der einzige Midi. Und wir sind in Untertal. Yay. Um zwei sogar. Ich liebe Leute, die einen das Spiel einfach verlassen, nur weil sie mal eine schlechte Runde nicht haben. Also wenn es danach geht, müsste ich ja jedes Spiel sofort verlassen. Oh. Ich treffe den Pisser nicht. Hier, erste Hilfe für dich. Man spürt wirklich, wenn zwei Leute fehlen. Man spürt es richtig in der ganzen Runde. Du hast wirklich das Gefühl, du wirst von allen Seiten abgeklatscht. Ach da. Ach Leute. Kein Wunder, dass keiner irgendwie Sunny spielen will, weil man den Leuten ja eh nicht helfen darf. Ich spiele Sunny, weil ich dadurch... weil ich auch dadurch auch gute Punkte kriege, anstatt Gegensatz zu Abschüssen. Alter! Ich stehe hier direkt relativ nebenan und... sometimes I hate this game. Ja, ich dachte schon, ich komme nicht mehr weg. Ich sehe die Gegner auch immer zu spät. Meisterschütze. Am Arsch. Ich bin der einzige Sunny hier, das ist super. Dadurch verrecken wir natürlich erst recht. Steht doch noch vor jedem Spielbeginn. Nie hoch. Hier, erste Hilfe für dich. Ah, fuck. Ach, wir haben doch noch einen Sunny. Yeah. Danke. Ich hasse Sniper. Das Einzige, was ich mehr hasse, sind Camper. Was ich in dem Spiel mega gerne machen würde, einfach nur campen. Erste Hilfe, nimm schon! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Alter, von wo? Drei, vier Schüsse und du bist tot, das ist zum Kotzen. Mehr Sunnies. Ist Tatsache, wir brauchen mehr Sanitäter. Punkt aus Ende. Machen wir kurz mein Handy auf leise. Ah. Wenigstens habt ihr die erste Runde noch mitgekriegt, wo wir noch gewonnen haben. Naja, man kann ja nicht immer alles haben, ne? So ist es ja. Stört mich die Cam so ein bisschen so. So, jetzt muss es gehen. Ach ja, jetzt sollte ich mal auf Weiter klicken.
Gott segne den Mute-Button am Mikro, also den Schalter. So, soll ich beim Sunny bleiben oder soll ich diesmal Sturmsoldat nehmen? Oder Vorsorge? Wie viele Sunnys haben wir denn überhaupt jetzt? 1, 2, 3, keiner, 4. Mit mir sind es 4. Gut, dann bleibe ich beim Sunny. Also ich bin der Meinung, dass wir gerade im Team-Deathmatch mehr Sunnys brauchen. Weil, steht da auch mal ganz gerne im Ladebildschirm, dass man dadurch die Punkte ein bisschen runterdrücken kann. Je weniger Leute sterben, desto weniger Punkte gehen uns flöten. Und je mehr die Gegner sterben, desto mehr Punkte kriegen wir dann. War doch so irgendwie, ne? Oder? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß. Ihr wisst, was ich meine, oder? Einfach mal abwarten. Also ich bin irgendwie mag ich den Sunny lieber. Bin ich ganz ehrlich. Ich kümmere in guter Absicht. Ich bin Sunny und versuche jetzt einen Sniper-Posten zu finden. Das ist super schlau. Schon, hier sind Sunny direkt 5 Meter vor mir. 10 Meter. Komm schon. 12, 13, 14, 15. Komm schon. Alter, ich hab einen super Spot. Fuck. Den ich gekillt habe, der hat, wurde natürlich wieder blieb. Fuck. Ja, der Spot wird eingenommen. Scheiß drauf. Wenigstens spotte ich. Wer frisst gerade Staub? Ich kann nicht schießen. Ich kann auf Computer echt nicht schießen. Ja, das war der, den ich natürlich. Ja, fuck. Ja, doch nicht. Ich kann auf Computer einfach nicht schießen. Das ist das Problem. Konsole! Da bin ich durchaus in der Lage, die Gegner auch zu treffen. Ach, hab ich nicht gesehen. Granate, wo ist die verfickte Granate, wenn ich immer brauche? Wie, du gibst es auf, Kollege? So. Immer diese Konsole. Ich muss jetzt mal rausnehmen, ey. Komm, Sack. Ich hatte mal direkt Panik hier. Naja, 4 Kills. Komm, Sunny, komm. Признателен. Аптечка, подлечись. Ранили. Я тебе помогу! Спасибо, солдат! Спасибо тебе! Я тебя заштопаю!
Ich hab Spotten vergessen, fuck. Sani in der Nähe, Sani in der Nähe, komm. Komm, sieht doch gut aus. Большое спасибо. Ранили. Я тебе помогу. Я тебя заштопаю. Аптечка. Ah, fuck. Ja, mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich sollte erst mit der Waffe dahin laufen und dann. Na egal. Sieht gut aus. Mehr gekillt als gestorben. Soll auch mal vorkommen. Aber jetzt nicht übermütig werden hier. Fuck, ja okay, er hat eine bessere Waffe gehabt. Wie viele Sanis haben wir? 1, 2, 3, 4, mit mir sind es 5. Okay, sieht gut aus. Wo sind die anderen Sanis? Sani? Gut, soviel zum Thema, sieht gut aus. Das ist nicht so gut. Nein! What the fuck? Dieser Pisser hat mich schon 6-mal gekillt. I hope you die in hell. Nicht gut aus. Da läuft ein Gegner da unten rum. Ты ранен. Я помогу. That's a grenade for you. Autsch. Stacheldraht, nix gut. Der schon wieder. Fuck you. Ich muss echt die F mehr benutzen, wenn sowas ist. Doch die Hähne. Fick. Fick. Ernsthaft? Dein fucking Ernst? Alter, ist das zum Kotzen. Ich geh drauf. Ich will sterben. Ja, wo mal go. So, ich verstecke mich jetzt hier und bewege mich keinen Zentimeter mehr. Wir haben so gut wie gewonnen. So gut wie gewonnen. Scheiße. Аптечка! Euer Scheiß Ernst? Da hinten. Ich drück mal die falsche Taste. Я займусь твоей раной. Ich treff die Leute nie. Und obwohl ich genau auf die ziele.
Da. Lauf doch, du drückige. Der schon wieder, der Gim. Ich hab den jetzt voll auf dem Kicker, den Pisser. Ich hab den voll auf dem Kicker. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Nico. Nein, bei mir ist gerade alles echt nicht in Ordnung. Ich krieg das kurz. Dieser eine Typ hat mich voll auf dem Kicker. Mann. Guck mal, wie gut es für mich aussah. 8-6, Mann. Und dann kommt dieser eine Pisser da, hat mich 8-mal gekillt. Mensch. Bei dir alles in Ordnung? So. Lass mich bitte einer. Bitte heilen. Gott. Ты ранен. Я помогу. Noch einer. Ich hoffe, der Sunny ist gerade gespawnt und hat den nicht gerade hängen lassen. Wie war's denn auf der Arbeit? Autsch. Au. Schön im Zickzack laufen. Wie war's denn auf der Arbeit? Glaub mir, ich würde auch heute lieber arbeiten gehen. Hilfe! Was denn jetzt? Überdramatische Musik hier. Ich hab mehr Glück als Verstand. Ich hoffe, du hast dir nichts getan. Echt mal. Boah, glatte Stufen sind mies. So regnerisch. Okay, du wohnst ja gar nicht bei mir in der Nähe. So regnerisch bei dir. Also hier ist es nass und feucht, aber regnen tut es gerade nicht. Alter, wie viel. Alter, so viel habe ich noch nie in eine Runde gekriegt. Alter. Hoffentlich hast du dir nichts passiert. Das ist immerhin das Wichtigste. Ui, weitester Kopftreffer 5. Retter geht's. Ne, das ist meine, ne? Persönlich hier. 11 Reanimation. Wow. Höchstleistung. Ja. Blitzeis. Ja, dann schon mal schön deinen Rücken. Glaub mir, ich kenne mich mit Rückenschmerzen aus. Das ist überhaupt nicht witzig. Dieser scheiß Stuhl, auf dem ich sitze, der verursacht mir jedes Mal Rückenschmerzen. Deswegen ich so ungern am PC streame. Spiele allgemein. Ja, kalt und nass ist immer so. Ist immer die Jahreszeit. Ach, diese scheiß Fliege, die geht mir schon seit dem ganzen Tag auf den Sack. Ne, schön schonen, warm halten. Und dann dürfte das nach einer Zeit weggehen. Och ne, nicht die Map. Oh. Ich hasse diese Schneemaps. Ich mag so kleine verwinkelte, wo ich so schön schnell in eine Gasse reinrennen kann und dann bam. Aber immerhin komme ich mit dem Sunny am besten klar bisher. Wo sind denn die Rückenschmerzen? So im Ischias-Bereich? Also so mehr weiter unten, so am Gesäßstück, sag ich jetzt mal. Weil wenn es da unten ungefähr ist, kann es natürlich sein, dass du... Ach, da verzieht er sich, der Penner. Unsere Seite hat zuerst zugeschlagen. Also nicht an dich jetzt, sondern an den Typen. Steißt mein Hohlkreuz. Ah, gut. Sollst vielleicht trotzdem allgemein mal zum Arzt gehen? Boah, ich stehe echt beschissen.
hier stehe ich nicht besser. Also, ich würde raten, zum Arzt gehen zu gehen. Mach das besser. Gerade bei so einem Wetter, wenn du sowieso schon Rückenschmerzen hast und dann auf die Schnauze fällst und dann auch noch da unten, das ist nicht gerade mal eben, ja, förderlich, sag ich mal. Glaub mir. Ich hab's auch so ein bisschen mit dem Ischias, aber ich gehe nicht zum Arzt. Liegt in Führung. Autsch. Von wo? Da habe ich jetzt gar nichts gesehen. Ach, da, Seite. Also wie gesagt, ne, ich empfehle es dir, zum Arzt zu gehen. Wir haben zwei Sunnies. Wir haben einen Sunny noch. Juhu. Alter, was für ne... Oh. Warte, ich bin voller Noob? Noob. Ich bin der Noob. Logisch. Ja, wenn du sowieso schon einen Bandscheibenvorfall hattest, dann... Erst recht zum Arzt gehen. Liegt in Führung. Vertrau mir. Meine Mutter hat tagtäglich ein Problem. Tagtäglich ein Problem mit der Bandscheibe, deswegen. Die Fahne hat mich jetzt tierisch erschreckt. Alter. Okay, der ist schon Sunny. Der Feind liegt in Führung. Ich immer so voreilig. Warum? Unsere Seite liegt in Führung. Аптечка, подлечись. Ich habe leider keine Patronen, ich bin leider nur Sunny. Ich schieße einfach. Nein, nicht. Ja, natürlich über. Ich spiele das Spiel seit, keine Ahnung, paar Tagen erst. Ich habe vorher gar keine Shooter gespielt. Höchstens COD auf der Konsole. Klar, dass der mich trifft. Der Feind liegt in Führung. Ist normal. So, zwei Sunnies. Kommt vielleicht einer? Kurz. Ich könnte besser sein, wenn ich nicht so panisch werden würde. Das war eben halt das Problem, wenn man den letzten Shooter-Kampagne gespielt hat und das war Doom. Ne, warte, welcher Shooter war der letzte, den wir... Ja, ich habe die DLCs zwar, aber ich habe sie nicht installiert. Das ist ein feiner Unterschied. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher der letzte Shooter war, den ich richtig auf PC gespielt habe. Arschloch. Da. Ранили. Я тебе помогу. Lauf. Ich hasse es, wenn die Leute das, die Jägerin habe ich noch nie gespielt, um ehrlich zu sein, bei DVD. Ne, aber so richtig Shooter-mäßig? Online habe ich noch nie wirklich Shooter gespielt. Ich hätte beide... Alter, ich hätte beide haschen können. Ich hätte beide kriegen können. Kann ich echt nicht sagen. Also zuletzt auf der Konsole habe ich Doom-Kampagne gespielt. Komplett. Also durchgespielt.
Wir zuletzt eben Call of Duty. Ja, aber es war auch mehr als nur so zweieinhalb Stunden oder sowas, also nicht lange. Aber ja, Fortnite war der letzte Shooter, den ich online gespielt habe. Aber Fortnite würde ich auch mal spielen. Und auch streamen vor allem. Ich heile alle außer mich, hallo? Ich bin voll der Sonny. Ich drück immer. Ты ранен. Я помогу. Ich fange erst an. Erst richtig an, online zu spielen. Macht zwischendurch auch echt mal Laune. Gut, Dead by Daylight zählt nicht. Ey, immer 24. Ich brauche eine neue Waffe. Und das ist schon die neue Waffe. Ja, komm, Sani, komm, komm. Komm. Ja. Dankeschön, Sani. Also ich habe Fortnite für PS4 und für PS4 und für PC. Da ist eine Wand. Da hat mich eine Wand blockiert, fuck. Hinter uns. Der Feind liegt in Führung. Ja, das stimmt. Au. Ja, Jungs, ich verstecke mich mal kurz hier. Ihr könnt den Rest machen. So mache ich das aber auch. Je nach Spiel, PC oder Konsole. Wobei ich am Konsole echt auch lieber Story spiele. Der Feind hat so gut wie gewonnen. Aber diese scheiß Gasmaske! Das war so klar. Ich würde mich jetzt tierisch aufregen, wenn es nicht irgendwie belustigend wäre. Das ist Standard bei mir. Ich lade nach und dann. Oh, ich habe Leertaste gedrückt, ich tot. Ich lade nach und dann. I need a better gun. Sag mir Bescheid, wenn du Fortnite hast und dann zock mal. Oh, toll, wir hatten beide die gleiche Idee. Habe ich noch gerettet? Ich glaube, ich habe noch gerettet, ich weiß nicht. Mit Humor nehmen. Nein, also Shooter nehme ich definitiv nicht mit Humor. Ne? Niemals. Scheiße. Ja, können wir gerne drüber reden. Muss man eben halt, wenn ich mitmachen will, muss ich mal gucken, wegen Dienstplan und so. Da, ich kann das meistens am besten spontan. Ah, scheiß Fliege. Dann will ich mal das F benutzen, du verfickte Scheiße.
Gott, das ist ein Kotzen. Und diese überdramatische Musik macht jetzt nicht wirklich besser. Macht es nicht besser. Na, wenigstens getroffen. Genau. Ja, stimmt. Jedes Mal, wenn ich in einem Shooter-Spiel sterbe, stirbt ein Teil meines Lebens. Was? Gott. Naja. Warte, will man machen. Nee, wenn du magst, kannst du gerne mitspielen, Nico. Nur wenn du magst, wenn du willst. Muss jetzt nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie lange ich noch mache. Ist komplett spontan gewesen. Erstmal. Nichts geplant. So, ich hatte schon zwei Runden gespielt und dachte, ja komm, es läuft gerade so gut. Dann spiele ich im Stream. Und ja, dann hatte ich eine Runde gewonnen. Dann erstmal, glaube ich, ein oder zwei verloren. Und dann eine gewonnen, dann die wieder hier. Wieso blinkt ein Battlefield eigentlich immer auf? Oh. Mal Shift-Tab. Nein, ist es nicht. Egal. Ich habe ja die Revolution-Edition. Ich habe ja noch die Battle-Packs. Ich habe von 24 gerade mal drei Stück geöffnet und eine habe ich vorhin gekriegt. Achso, ja. Ist ja kein Thema. Ich weiß auch nicht, ob das noch lange gut geht hier. dann Little Nightmares soll gut sein. War ich auch überlegen, ob ich das mal angucken soll. Diese verkackte Fliege. Was? Diese Kackfliege. Welche Truppe ist der? Der ist nicht mehr bei uns. Was beschwert denn der Typ sich? Sagt, Spotten ist Grund hier in dem Spiel, also Grundvoraussetzung im Spiel, aber keiner tut es. Hat aber die letzte Runde gewonnen. Ne, erhol dich mal. Ja, mit atmosphärischen Spielen. Ich treffe die Spotter meistens nie. Es war bisher einfach nur zu teuer. Ich habe einen Feind getroffen. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Polizei! Ist im Sips. Die Collectors Edition, was ist in der Collectors Edition da drin? What the hell? What is this? Ach so. Die Sniper-Dinger. Unsere Seite liegt in Führung. Das sind Sniper. Ich habe ein Fenster abgestochen. Bin ich jetzt cool? So ein Scheiß. Der Feind liegt in Führung. Dann habe ich mal einen gut im Visier, dann kommt da einer mir zuvor. Kleine Figur, alle DLCs in das Game. Geil. Sowas mag ich ja. Ich habe auch die Collector Edition von Dishonored 2 hier stehen. Mit der Maske, einem Ring. Und ich. Fuck,
Hier spottet wirklich niemand. Ich hab den nicht gesehen. 35 Euro für PC, ne? Ist vielleicht mal eine Überlegung wert. Aber erst nächstes Jahr. Unsere Seite liegt in Führung. Dieses Jahr sind alle Ausgaben schon verteilt. Wo laufe ich hin? Alter! Shooter sind für mich teilweise die größten Horrorspiele ever. Ich erschrecke mich mehr in Shootern als in jedem Horrorspiel. Plupp. Ich bin so schlau. Ich bin so toll. Ich bin der Chester aus Tirol. Da steht ein Medi nebenan und... Manchmal. Wenigstens haben die auf mich gehört und gesagt, mehr Medis eingebaut. Links ist getroffen. Horrorfreitag. Was willst du denn als Horrorspiel spielen? Wenn du jetzt Outlast sagst, also Outlast 2, dann schlag ich dich, wenn ich dich irgendwann sehe. Das Spiel ist so lame. Whee! Aber der erste Outlast ist geil. Bist du blau, muss ich auch noch spielen. Perception. Ja, das steht auch bei mir auf der Liste. Klar, dass er dann jetzt erstes drauf geht. Alter, zwei Leute zu doof zum Scheißen. What the fuck? Perception steht bei mir auch auf der Liste. Was kostet denn das momentan eigentlich? Ich habe zwar eh kein Geld, aber was soll's? Man kann ja mal nachfragen. Ich werde gerade... Ach, ich heile jemanden! Hey! Zum Glück war mein Tod wenigstens nicht ganz sinnlos. Der erste Teil ist einfach geil. Bis gestern 10 Euro. Ich muss mal gucken, ob ich noch Geld auf meinem Konto habe. Wobei, ich habe genug Spiele. Ich habe auch genug Horrorspiele. Whistleblower muss ich noch spielen. Nur ich kann mich nicht entscheiden. Let's Play oder Stream? Let's Play oder Stream? Unsere Seite liegt in Führung. I wonder. Ja, okay. Ach, ich habe zwei gekillt. Nein, nein, fuck, nein, 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 fuck! Ah, ich habe leider kein VR. Ja, ich war am Überlegen, ob ich mir vielleicht Resident Evil 7 mal mit VR gönne. Aber 400 Euro für die ist mir zu teuer. Ja, ja, ich kenne die, die Gift. I healed you, bro. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob ich VR vertrage, deswegen überlege ich mir dreimal, ob ich mir die hole. That's a problem, bro. Muss ich mal gucken. Ha, you noob. Nein, ah, ich Idiot, ich hätte das, ja, ich hab Sunny zu spät gesehen, scheiße. Wobei VR an sich würde mich interessieren, also ich kann es aber im Mediamarkt ausprobieren, aber... Alter, fick die Henne. Ich weiß nicht. Ich finde allgemein das viel zu teuer, VR. Ich warte, bis es allgemein günstiger geworden ist.
Zumal sind auch die Spiele nicht wirklich interessant für mich. Also Doom würde ich ganz gerne in VR spielen, aber auch nur, weil ich Doom feier, aber richtig. Autsch. What the fuck? Аптечка, подлечись! Aber mittlerweile kommt da echt jedes Spiel als VR raus. Doom, Skyrim. Mich würde nicht wundern, wenn irgendwann Battlefield als VR-Spiel erscheint. Ach, hier sind die ganzen Sunnies. Das erklärt alles. Ich denke mal, hier geht's noch woanders lang. Ich wollte nicht so weit hier hoch. Ja, das klappt super. Ich weiß nicht mal, ob ich VR überhaupt vertrage. Klar, ich kann natürlich einer dieser Kunden sein, die sich das Ding kaufen und dann nach 20 Minuten einen Kotzreiz vom Allerfeinsten kriegen. Kann natürlich passieren. Oder ich kann auch sein, dass ich das Spiel eine Stunde oder zwei vertrage, aber dass ich danach den ganzen Tag nichts mehr auf die Reihe kriege. Everything is possible. Da muss ich eben halt gucken. Also wenn ich die Möglichkeit habe, das Ding mal auszuleihen, auszuprobieren, dann werde ich es machen. Aber ich will es nicht unbedingt im Mediamarkt ausprobieren. Wow. Okay. Ich brauche dringend neue Waffen. Yeah, you know what I mean. So gut wie gewonnen. Ich hätte Kopfschmerzen, wenn ich zu lange gucke. 3D. Normalerweise, also ich vertrage es so, aber nach anderthalb, zwei Stunden kriege ich Kopfschmerzen. Aber es kann auch an der Brille an sich liegen. Ich kann die Brille nicht abentzünden, weil die ist so ätzend unbequem. Wieso sind alle so gemein und erschießen mich? Ich hab doch niemandem was getan. So, das muss er behalten hier. Heal me, bitch. Danke, bitch. So. Sunny spielt Sniper, das ist interessant. Au. Oh, das ist einer von uns. Das ist die Heal-Kiste, danke. Auflösung ist ja erstmal relativ. Es geht ja erstmal hauptsächlich darum, ob die funktioniert. Wäre natürlich super cool, wenn er mir leihen könnte. Der René hat leider keine VR-Brille. Ihn hatte ich schon gefragt. Ist ja zum Ausprobieren. Wollte dann gegebenenfalls aufnehmen, um dann zu zeigen, wie Gott schlecht mir wird. Kann dann so eine Cam unten im am Boden des Mülleimers befestigen, weißt du? Dass man auch richtig schön alles rauskommen sieht. Ich hab kranke Ideen. Scheiße, Rauch. Ja, gut. Ich bin aber schlechte Auflösung gewohnt, also. Es ist ein Wunder, wenn ich ein Spiel auf höhere Auflösung spiele als Mittel. Battlefield spiele ich auch nur auf Mittel. Und mein Rechner packt die hohe Auflösung eigentlich.
Holy crap! Ich laufe jetzt zwar nur blöde rum, aber ich bin eben halt Sunny und kein Shooter. Kein. Ja, gut. Ich würde es trotzdem gerne erstmal ausprobieren. Vielleicht gab es ein Update oder so, wo man die Qualität ein bisschen verbessern kann. Ja, also, da ich ja viel mit Pixeln hantiere, vielleicht vertrage ich das ja. Ha, ich bin wieder dabei. Juhu. Ich bin ein Troberta. Ach nö. Frag ihn einfach mal und sag's mir einfach Bescheid. Wäre natürlich cool. Wenn nicht, wäre aber auch nicht schlimm, meine Güte. Ja gut, alle 30 Minuten, 5 Minuten Pause machen, finde ich legitim eigentlich. Also da gibt's schlimmer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Beispiel, um ehrlich zu sein. Ich habe VR noch nie benutzt, deswegen würde mich einfach mal mega interessieren, wie das so ist. Allgemein mit der Brille auf dem Kopf und dem Sound und so. Ich wäre wahrscheinlich so dumm und würde wahrscheinlich ein Horrorspiel direkt nehmen. Und nichts, was mal eben so leicht ist. Ja. Warte mal, ich kann mal kurz was anpassen. Egal, lass mal so. ich hab kein Horrorspiel, das man VR spielen kann. Outlast VR muss man extra nochmal kaufen, ne? Oder ist das, kann ich das normale Outlast nutzen, was ich hab? Das wäre krass. Ich würde da gleich, würde da gerade nachgucken, aber naja, ich bin nicht in Stream unterbrechen, um ehrlich zu sein. Neuen Programm patchen. Cool. Muss mir später halt noch erklären. Oh, hast du auch so gemacht? Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht kann man da ein bisschen mit der Grafik was ändern. Ach ne, nicht die Map schon wieder. Ich will einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Einfach mal ausprobieren. Ernsthaft? Ich liebe es, wenn die Teamkollegen immer... Geh durch. Unsere Seite hat zuerst zugeschlagen. Ich bin eine Camper-Sau. Ich camper hier. Ich habe eine Frau. Was? Nee, ich habe keine Frau. So. Wenn dann. Gut, der ist beschäftigt. Kannst mir alles ja später mal genau zeigen, wie das Programm geht. Mit dem Patch und so. Würde mich echt mega interessieren. Hallo? Boah. Аптечка! Используй с толком! Au. Autsch. Ich hab den nicht gesehen. Gut, wie soll ich denn da, wie soll ich denn da hinten noch jemanden sehen? Haben wir Sunnys? Einen. Wo ist denn der? Where's the fucking Sunny? Ah. Oh, he's dead. Alright. Kannst du gerne machen, aber nur wenn du nicht zu weit fahren musst oder so. Könnten wir es theoretisch so zusammen ausprobieren, wenn du magst. Will sich dann anbieten. Ah. I'll come for you. Hier. Spritz den Arsch. Und weiter geht's. Na gut, du kommst ja nicht für 5 Minuten her. So. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst.
ich rede mit dem René ja kaum. Deswegen. Aber gut. Kommst du einen Tag vorbei und dann. Achso, da schon. Okay. Alter! Alter, ich. Also erstmal würde ich niemanden für eine 40-minütige Fahrt auf sich nehmen lassen, nur um 5 Minuten zu mir zu kommen. Bier ist immer im Kühlschrank. Ne, also. Na, ja, also. Boah. La Granata! Are you fucking kidding me? Да ты ранен! Я тебя подлечу! Аптечка! Подлатайся! Аптечка! Подлечись! In das Kampfgebiet zurück. Ich mein Herzinfarkt. Boah, die Leute sollen aufhören zu heulen hier. Nicht heulen, spielen! What? Ich verteidige den Typen hier mal ein bisschen. Okay, wir haben zwei Artillerien hier. Ich hab den Typ nicht gesehen. Wo kommt der denn auf einmal her? Mann, oh. Wir sind so viele Leute. Wow, ist. Oh, ich liebe es, wenn die Leute einfach. Der eine Typ ist weg. Haben wir überhaupt noch Sunny hier ein? Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Da. Ich treffe doch niemanden, das ist doch zum Kotzen. So. Alter! Eine Waffe. Lawrence von Arabien. Okay, hier wird kein Sunny kommen, glaube ich. Nee, aber klingt doch nach einem Plan, oder? Das ist ein guter Plan. Ich bleib immer irgendwo hängen. Habe ich gerade einen Sniper ausgeschaltet? Ah, fuck, den hätte ich gesehen.
Leute, die spotten hier gar nicht. Was soll denn das? Scheiße, hab den Sonny nicht gesehen. Lange mache ich auch nicht mehr. Beziehungsweise suche mir, glaube ich, gleich eine komplett neue Lobby, weil. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir, bevor ich das Spiel angefangen habe, einige Tutorials angeguckt. So Erste-Hilfe-Guides und so ein Scheiß. So, ne? Da wurde mehrfach gesagt, dass man spotten soll. Und, ja. Ich habe keine Ahnung, entweder bin ich zu blöd zum Scheißen oder irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten spotten gar nicht. Vor allem, wir haben drei Medis gerade mal. Wir haben so gut wie gewonnen. Naja. Nicht aufregen. Ist ja nur zum Spaß. Werde gespottet, was? Ja, alles klar. Macht das guten Hunger? In dem anderen Loch ist ein Wichser. Fick die Henne. Vielen Dank, guten Hunger. Und dann sage ich mal bis dem nächsten Mal. Ciao, Nico. In dem anderen Schützengraben ist ein scheiß Pisser, das ist doch wohl unglaublich. Unbelievable, this shit! Komm, ich geh mal zum anderen Sunny. So. Von wo ja schon wieder? Alter, was machen die? Boah, ich hab das Gefühl, die scheißen nur. Naja, egal, immer noch größer gesiegt. Himmelarsch und Zwirren. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal eine klitzekleine Pinkelpause. Und dann suche ich mir eine neue Lobby. Weil irgendwie, das macht irgendwie. In dieser Gruppe macht irgendwie kein Fun mehr gerade. Lass mal kurz beenden hier. Ja. Das ist dann. Also nicht, dass das Spiel keinen Spaß macht. Das macht es definitiv. Es ist eben halt gerade nur ein bisschen. Ich sag mal, blöd. Gut, allgemein mal die Lobby ein bisschen zu wechseln. Vielleicht auch mal was anderes zu spielen. So. Wobei ich ja Team Deathmatch am liebsten mag. Von allen. Eroberungen kann ich gar nicht. Kann ich überhaupt nicht. Bin ich zu doof für. Bin ich echt zu doof für. Ich konnte das damals bei Star Wars Battlefront nicht. Beim ersten. Also bei der PlayStation 2 Version konnte ich das damals schon nicht. Ich kann es heute auch nicht. Ist doch ganz. I'm so bad. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Vorherrschaft. Rush, Kriegstauben. Oberung. Frontlinie, was macht man denn bitte da? Ein symmetrisches Duell, in dem die umkämpfte Frontlinie in beide Richtungen verschoben werden kann. Ah, okay, das ist wie beim Football. Ist ja auch aufgeteilt. Alles klar. Kenn ich gar nicht. Kriegstauben habe ich schon von gehört. Muss man so Tauben erschießen und dann Namen irgendwas draufschreiben, Nachricht. Und die Taube kannst du später immer noch abschießen. Versorgungsabwurf. Aha, Vorherrschaft. Ja gut, Vorherrschaft kennt ja jede Sau.
Team Deathmatch. Vielleicht einfach mal andere Maps hier. Ich würde sagen, mache ich das gleich erstmal, ne? Aber ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. In ein, zwei Minuten vielleicht, sag ich mal. Warte mal, was war. Ich mach's einfach manuell. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Hallo? Also. Ja, der Chat ist nicht aktiv. Entschuldigt, bis gleich. Da bin ich wieder. Ging ja recht flott, oder? Die Kamera macht irgendwie nicht das, was sie soll. Ist so eine Klemmkamera, aber irgendwie hält die nie richtig. Ich habe keine Ahnung. Diese Kackfliege. Diese verkackte, scheiß dreckige Fliege. Yeah. Ich muss nochmal die Hotkeys richtig einstellen. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Dinger hier. Und da muss ich die Hotkeys nochmal richtig einstellen. So. Okay, ich würde sagen, wir machen dann... Ja, was sollen wir denn machen? Team Deathmatch haben wir jetzt genug. Ach, ich wollte eine andere Map nehmen, ne? Was war denn hier so? Entschuldigung. Na komm. Dann öffnen wir mal eine Battle Pack hier einfach mal. Toll, jetzt weiß ich nicht, was drin war. Scheiße. Das fand ich jetzt gar nicht. Inventar. Ach, hier ist mein Inventar. Ah. Das sind nur Skins. Puzzles. Wie soll ich... Achso, ja. Drehen wir das Spiel bei. Neue Map, neues Glück.
Zwei Medik, kein Medik, kein Medik. Komm, dann gehe ich mal wieder zu Bertha. Die Map kenne ich gar nicht. Neue Maps, neues Glück. Die CPU ist wieder auf 100%. Was willst du verarschen? CPU fange ich jetzt wieder. Wow. Das war's. CPU fange ich wieder. Zuerst zugeschlagen. Moment. Das war schon mal. Danke, Koppel. Dann hat er sich mit aufpassen. Okay, meine CPU ist gerade auf 99% konstant. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich hoffe, sie kann an der Map. Ich werde jetzt noch ein bisschen angucken hier. Der Feind liegt in Führung. Hallo, Computer. Fang dich mal. Hast du dich jetzt gefangen? Ich glaube, da ist jetzt die Map. Der Rechner kommt mit der Map gerade nicht so klar, habe ich das Gefühl. Das Licht, das ist das Licht. Ah, ja, Shader. Mein Rechner hat übertriebene Probleme mit Shader. Fick die Henne! Wenn mich diese scheiß CPU nicht so tierisch ablenken würde. Ja, ich habe gerade auf den Rechner geschlagen. Der geht mir auf den Sack, dieser scheiß Dreck. Diese scheiß Dreckskiste. So viel Geld für einen Haufen Schrott. Kann ich direkt zu einer Prostituierten gehen. Hat denselben Effekt. Der Rechner ist wie eine Krankheit. Arsch geleckt! So macht man das. Gott, leck mir am Arsch. Zwei Medis. Das war ein Querschläger. Fuck mich eh grad hier, ich hab diese scheiß CPU. Was ist denn los jetzt auf einmal? Was ist denn jetzt auf einmal los hier? Ich guck grad mal, weil das geht mir natürlich auf den Sack gerade. Wieso hab ich so viel. Wieso ist Quorum so oft offen? Warte mal, ich muss kurz mal Steam schließen. Okay. So, Entschuldigung, ich muss jetzt gerade mal Steam schließen. Vielleicht hilft das ein bisschen.
immer noch nicht 96, 97. Jetzt pendelt es wenigstens ein bisschen. Aber das ist die Map. Die Beleuchtung. Die ist zu stark. Mehr Druck machen. Erste Hilfe, nimm schon. Erste Hilfe, greif zu. Komm auf einmal, ja, der Typ mir. Sperr gesichtet. Mal ansehen. Hä? Fuck, habt ihr noch geheilt? Jetzt drücke ich F anstatt G. Ach, fick doch die Henne. Weißt du, Rechner, ich hasse dich wie die Pest und ich hoffe, du kriegst Krebs und verreckst in der Hölle. So, ich hab's gesagt. Ich hasse diese Kiste, ey. Sobald irgendwas mit zu viel Beleuchtung ist, geht der Rechner so dermaßen in die Knie. Habe ich das abgeklatscht oder nicht? Hat so gut wie gewonnen. Kann ich wieso? Ich kann es. Ah, okay. Mit dem Spiel kann ich es natürlich nicht ändern. Das ist natürlich super. Ich kann die Beleuchtung also runterschrauben. Das ist schon mal sehr gut. Weil ich mag auch diese Beleuchtung nicht so. Die gefällt mir nicht. Alter, trifft doch! Zu doof zum Scheißen, Junge! Also ich jetzt, ne? Nicht er jetzt, sondern ich. Ich schieß immer viel zu daneben, das ist zum Kotzen. Ne, da geh ich bestimmt nicht nochmal hin. Ah, fuck you! Also selbst ein Haufen Stück Scheiße kann schneller rennen, ohne Scheiß. Die Franzosen! Ich mag's gerne auf die französische Art. Aber für gewöhnlich macht das jemand anders. Alter, lauf doch! Ich krieg das Kotzen. Ja, am Anfang lief alles super toll, super, ja, hat voll Spaß gemacht und jetzt ist einfach nur so voll am Arsch lecken hier. Ja. Gott, leck mir am Arsch. Na. Ja, Hannibal leckt mich am Arsch. Darf ich jetzt bitte die Einstellung ändern? Ja. Ja, ich habe keine Auszeichnung gekriegt, das interessiert mich gerade echt nicht. Ich würde gerne ins Menü zurück. Darf ich bitte? Ich kann nicht mal ins scheiß Menü zurückgehen, das ist doch echt so. Das ist ein Hohn! Egal, ich ver...
ins Menü. Darf ich bitte, bitte die Einstiege, Grafikeinstellung runterdrehen? Dann nehme ich niedrig, ist mir auch egal. Was ist das? Sprachausgabe, Sound. Muss ich das Team gegebenenfalls muten? Ne, ich glaube nicht, ne? Irgendwas stimmt in meiner C5 mal wieder nicht. Der Feind hat zuerst zugeschlagen. Tu veux abordage? Ich weiß nicht, was mit meiner CPU los ist. Also in der Beleuchtung liegt es nicht. Irgendwas anderes frisst gerade den Rechner wieder auf. Das ist gut. Beruhigst du dich jetzt mal? Ohne Scheiß, mit so einer CPU kann ich doch nicht zocken. Die ist auf konstante 100. So, warte mal. Ich schließe es mal alles, was ich nicht brauche. Discord quit. Ich habe jetzt mal den Chat geschlossen, also Chrome. Ja, also ist jetzt kein Chat mehr aktiv. Okay, das ist es nicht. Irgendwas ist da mit der CPU gerade wieder. Ich hätte das Spiel wahrscheinlich gleich ausmachen müssen. Oh, ich hasse diese Kiste, ey. Boah, ich sehe ja noch weniger. Ich sehe gar nichts. Alter. Ne, ich muss das Spiel leider beenden. Weil mein Rechner gleich aus dem Fenster fliegt, dieses Stück Scheiße. Gott, was ist das eh? Also ganz ehrlich, für das Geld, das ich für das Scheißding ausgegeben habe, kann ich ruhig mehr erwarten. Ach, drauf geschissen. Wirklich fett drauf geschissen, so einen richtig fetten Haufen einfach nur drauf. Drauf gepfiffen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und tut mir leid, dass ich jetzt echt so scheiß Agro abbrechen muss, aber ich krieg so einen Hals. Mich regt das nicht mal das Spiel auf, sondern diese scheiß dreckige, verfickte Huso-Kiste. Nein, ohne Scheiß, diese Kiste, die regt mich auf. Die macht mich hochgradig aggressiv gerade. Ich weiß nicht, was damit los ist. Die ist seit Wochen nur am Rumzicken. In solchen Situationen wünsche ich mir echt, dass ich niemals so ein Rechner bekommen hätte. Niemals. E-Store. Weg. Tschüss. Wirklich niemals. So, warte, ich gucke jetzt mal was. So. Wieso kann ich... Ah, individuell, alles klar. Also nicht mehr, ich bestimmt die Gitterqualität. Eine höhere Einstellung kann sich negativ. Legt die Post-Processing-Qualität fest. Eine höhere Einstellung kann sich. Wow. Umgebungsverdeckung. HPQ bietet die beste. Ich mal das. So. Mittel. Textur. Bla bla. Auflösungsskala. HDR.
brauche ich nicht so einen Scheiß. GPU-Speicher beschränken. Was ist die Grafikeinstellung basierend auf dem verfügbaren Speicher an, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten? Die aktive GPU-Speicherbeschränkungen können dazu führen, dass mehr GPU-Speicher genutzt wird, als verfügbar ist. Dies könnte die Stabilität des Spiels. Gut. Stabilität des Spiels ist ja ganz gut eigentlich. Ja, also ich habe jetzt erstmal alles so ein bisschen eingestellt. Ich bin keiner, der die Spiele auf hoher Grafik einstellt. Keiner. Deswegen ist mir das relativ. Waffenschärfentiefe, warte mal, Flimmerkorn-Effekt. Legt fest, ob ein nachträglicher Effekt hinzugefügt wird, der fotografische Filmkörnung simuliert. Brauche ich nicht. Legt fest, ob ein nachträglicher Effekt hinzugefügt wird, der eine chromatische Abbringung Kameralinse verursacht. Brauche ich nicht. Legt fest, ob Waffen beim Zoomen in der First-Person-Perspektive unscharf werden oder nicht. Brauche ich nicht. ADS-Sichtwert, ne. Bewegungsunschärfe. Legt fest, gerade da einige Karten im Spiel Bewegungsschärfe unterstützen, wird sie auf auf 25, also auf die Hälfte, es reicht. So. Vertikal sind gekoppelt, die Filmrate an die Bildwiederholungsanlage. Gut. Lassen wir erstmal. Und Battle Packs über Credits, bla bla. Und ich würde sagen, ich mache dann jetzt auch erstmal hier Feierabend. Ne? Vielleicht hier bin ich das nächste Mal jemand anders mit dabei, der mitspielt. Ansonsten einfach mal gucken. So, das sind alles nur Skins, ne? Also, okay, ganz ehrlich, so ein Scheiß brauche ich nicht. Ich kann die Battle Packs nicht einfach wegwerfen. So ein Scheiß Skins, ey. Ich kapiere die Leute nicht, die sowas wie Skins und so ein Scheiß sammeln. Ich sammle nie was in Games. Außer wenn ich es gerade da finde oder so. Aber sonst so explizit. Oh, das muss ich unbedingt haben. Gibt's bei mir nicht. Gibt's bei mir nicht. Gut. Im Menü verbraucht das Spiel schon 45,1% meiner CPU. Arschlecken. Kann vielleicht daran liegen, weil das Spiel so lange läuft. Oder weil jemand X-Split auch noch so viel saugt. Ich weiß es nicht. Ist aber jetzt scheißegal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem nächsten oder anderen Stream. Mal gucken. Und ja, wie gesagt, tut mir leid, dass der Stream jetzt so abrupt enden musste. Tut mir auch leid für die Runden der Leute. Aber ganz ehrlich, bevor der Rechner Peng macht, schließe ich das Spiel. Also, macht es gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich brauche dringend Hotkeys. Macht's gut. Tschüsselü. Und schon ist alles stumm. Ha. Alles ist stumm. Jetzt kann man mich rülpsen hören. Ja. Alexa, schimpf mal. Für mich bist du ein grauenhafter, chaotischer Affenschmatzer. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Alexa, Lautstärke 10. Alexa, schimpf mal. Gerne, du schimmeliger Schimmelakrobat. Schimmeliger Schimmelakrobat, alles klar. Das war das Schlusswort. Macht's gut. Und ja, bis demnächst. Tschüsselü.